Hallo und herzlich willkommen bei Stefans LP und Alien Isolation Folge Nummer 40. Leider, 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 leider gab es in der letzten Folge ein ziemlich abruptes Ende. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, das Spiel meinte mal spontan, ich schmier jetzt ab. Also, verpasst habt ihr jetzt nichts. Wir hatten ja vorhin gespeichert und jetzt kommen wir an der Krankenstation wieder an. Und ich hoffe, es geht jetzt ganz normal weiter. Haltestelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Ja, ich weiß, ich weiß. Die Kamera beobachtet mich auch wieder. Wir speichern. Kann uns schon zumindest das keiner mehr klauen. So, wo lang muss ich jetzt? Nein. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Transitsystems. Was? Wo soll ich denn hin? Das Ding will mich hier vernatzen. Okay, ich soll da lang. Na gut. Hahaha. Den ganzen hier jetzt nicht. So wie natürlich auch, dass das Spiel nicht mehr abschmiert. Gehe auf. Dieser Waggon für den Sevastopol Wissenschafts- und Medizinturm. Irgendwas kam. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aha. Olle, wer hat dir erlaubt, sich hinzustellen? Ich bin in der Krankenstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu irgendwas spät. Ist der direkt Apollo vor hat sich von uns. Der Reaktorsollbruch erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt! Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopiloten-Codes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz-Anlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Okay. Ich höre schon wieder Aliens. Jetzt ist der Titel ja auch falsch, ne? Es heißt jetzt nicht mehr Alien Isolation, ab jetzt Aliens Isolation. Mehrzahl. Diese dämlichen Viecher. War ja klar. Ach, ist doch alles Kacka. So, wo soll ich lang? Irgendwas kommt näher. Irgendwas haut wieder ab. Plups, plups. Er tröppelt hier. Nee. Nee. Hier habe ich schon geplündert, ne? Jupp, hier habe ich schon geplündert.
Hier war ich auch schon. Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe was zu bemängeln. Ist das jetzt auch die richtige Richtung? Boah, Kinders. Düt. Hei. Oh, yo. Mädel. Ich sehe einen Start auf meinem Terminal. Marlo hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Wade hat dir wirklich was angerichtet. Da lang. Seht ihr, da kommen wir wieder dahin, wo wir angefangen haben. Du hast nichts gut. Solange wir langsam und leise schleichen. Haben wir vielleicht Glück. Oh. Och nein. Ausgerechnet so ein Ding. Lang. Oho. Nein. Ich hab da was für dich. Jetzt aber schnell. Das, 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 das. Falsch. Schatze, ich hab was für dich. Okay. Nein. Jetzt schnell. Das E-Dingen, das Dingen, das Dingen, das Ei und den Hasen. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Und Sie? Jetzt aber weg hier. Boah. Jetzt habe ich Munition verheizt, weil kein Speicherpunkt in der Nähe war.
Oh no. Oh. Ein Flug. Auch nicht schlecht. Ich glaube, es geht auf die Anne-Sidora. Wow. Meine Fresse, war das jetzt ein... Meine Güte. Der Kampf um Sekunden. Ich hoffe, dass mal hier jetzt gerade kein Alien zur Verfügung steht. Muss ich irgendwas auffüllen? Hier nicht. Schaut mal an, hier kann man was machen. Hier. Da. Da ist voll. Da ist voll. Ups. Und da ist auch voll. Gut, wo muss ich hin? Hören Sie mich? Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Flammenwerferöl. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Aber ich höre. Nen Speicherpunkt. Das hört sich gut an. Kinders, das hört sich sehr gut an. Dieses Geräusch. Erkunden Sie die Anne-Sidora. Na gut, erkunden wir dieses Schiff doch einfach mal. Ich hoffe natürlich, dass hier gerade kein Alien hier rumwackelt, dackelt. Muss ich nämlich nicht haben. Nee, nee, nee. Aber hier gibt's was zum Verstecken. Hier ist ja gar nichts. Da ist wirklich nichts. Speichern. Die wichtigste Funktion dieses Spiels. Speichern. Was? Hua. Das habe ich echt gedacht, dass da dass die Dinger hier Aliens wären. Die sind doch bescheuert. Die Programmierer haben sie richtig was einfallen lassen. Ich finde das Spiel gut. Ich finde das sehr gut. Also, hier ist die Tür verschlossen. Ich glaube, wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anne-Sidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland-Yutani-Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Marlow hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Tja, Foster. Ich befürchte, er hat dich megamäßig enttäuscht, weil... Du bist tot. Und du warst diejenige, die als erste infiziert wurde. Hallo? Na, Pumpgun. Oh, Flammenwerferöl und Pumpgun. Und wir füllen noch glatt erstmal auf. Ich bin so frei. Terminal. Lesen, bildet. LM Link. Signal empfangen. Marlow. Haste sagt, er hat gerade eine Art Signal entdeckt. Louis arbeitet an der Entschlüsselung. Könnte die Nostromo sein. Willst du dir das selber ansehen? Technikerbericht, 24.10.2137. Marlow. Ich musste gerade einige dringend benötigte Reparaturen an den Unterlicht Geschwindigkeitstriebwerken durchführen. So laut wie die alte Kiste geknarrt hat, ist es ein Wunder, dass beim letzten Sprung nichts abgefallen ist. Fürs Erste hält jetzt alles zusammen, aber bald ist eine Generalüberholung fällig. Und zwar nicht nur für die wichtigen Systeme.
Wenn wir so weitermachen, schleichen wir bald per Anhalter durch den Weltraum. Gab's da nicht mal einen Film von? Per Anhalter durch den Weltraum? Die Sache wird teuer werden. Hoffentlich hatten sie mit diesem Signal recht. Könnte unsere letzte Chance auf eine ordentliche Bezahlung sein. Jedenfalls musste ich den Zugangscode, der die Tür zu, der Tür zurücksetzen. Der neue Code lautet 4510. Louis. 4510. Okay. Fehler. Vorgang nicht gestattet. Annäherung an Sevastopol. Marlow und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlows Schiff. Sie ist Marlows Frau. Die Ach so. Geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlow zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Was denn? Ich muss hier wieder was drücken. Okay. Tun über tun. Und jetzt kommen die Aliens. Wow. Drückte Knöpfchen. Was mache ich hier? Okay. Wo willst du denn? Kriegt er leicht Angst. Ich glaube, ich muss den hier auch noch machen, wa? Ja. Okay. Das muss wieder ich machen. Nicht Marlow. Warum? Dann nix wie weg hier. Was passiert jetzt? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe hier. Irgendwelche Generatoren neu starten. Was kommt denn jetzt? Okay. Sicherheitszugangsgenerator. Tun wir tun. Oh. Doin. Zugriff gewährt. Hört sich nicht sehr vertrauenserweckend an. Okay. Da konnten wir gerade nicht durch. Hat sie mich hören können? Die Hauptenergie der Anesidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen. Und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Achso, nee, da waren wir gerade. Was? Willkommen auf der Anesidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Sie haben mir Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend offline sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. Da waren wir gerade. Sag mal, wo soll ich denn hin? Finden Sie Marlow? Ja. Weil da waren ja noch ein oder zwei Türen, die noch verschlossen waren, glaube ich, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, diese war das. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Wenn sich jetzt das Licht angeht. Sind viele Stellen offen. Ja, kann ich mir vorstellen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Marlow, was machen Sie da? Was ich sonst kann... Taylor ist auch da? Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Was? Ja, danke schön. Das Geschenk hätte ich auch verzichten können hier. Hier findet man ja gar nichts auf dem blöden Schiff. Doch, ein Ladungspack. Aber sonst nicht besonders viel. Oh, erstmal ein Schnaps. So, jetzt haben wir uns einen kleinen Schnaps gegönnt und nach dem kleinen Schock gerade machen wir mal Musik. Ich will Musik. So, Kinders, schaut mal auf den Tacho. Die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Alien Isolation oder Aliens Isolation. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Stefan ZLP. Bye bye.